Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge Democracy for Beta, mittlerweile Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Okay, erstmal, unsere Lungen- oder Asthma-Epidemie ist vorbei. Die Gig-Economy ist vorbei. Zwei Probleme weg. Disease eradicated, also eine Krankheit wurde ausgelöscht. Das war eine Situation, die wir vor einigen Runden bekommen haben, dass wir eine Krankheit hatten. Und dann durch eine anhaltende Kampagne von Impfungen, Aufklärung über diesen Gesundheitszustand und die Beobachtung der Infizierten hat dazu geführt, dass eine chronische, schwere Krankheit ausgelöscht wurde in unserem Land. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Das ist ja großartig. Das gibt nochmal einen Boost hoffentlich. Also bei everybody. Crime is low. Ich habe komplett vergessen, dass wir eine Pandemiesituation hatten. Ja. Ich habe es einfach vergessen. Kein Wunder, dass es uns wirtschaftlich nicht gut ging. Dafür haben wir uns gut geschlagen. Ja, dafür haben wir uns wirklich gut geschlagen. Unser Unemployment ist hoch. Und das GDP. Okay, gucken wir. Unser Defizit ist runtergegangen. Unser GDP sinkt weiter. Unsere Schulden wachsen weiter. Die Weltwirtschaft fängt an, nach unten zu gehen. Eine Sache, die wir jetzt noch machen könnten, wäre... Ich meine, wir können weiter in den Steuern nach Sachen gucken, damit wir Dinge einsparen. Etwas, was ich jetzt gerade so gesehen habe, ist hier, Unemployment ist hoch. Und was wir machen könnten, wäre, dass wir die Einwanderung einfassen. Wieso willst denn du die Einwanderung anfassen? Weil unsere Einwanderung super hoch ist. Und das ein einfacher Hebel ist, quasi. Achso, wir haben immer noch Krieg im Nachbarland und so. Das ist irgendwie. Aber an der Stelle. Also, es war jetzt eine rein mechanische Überlegung. Ich könnte mir auch gerade fast selbst selbst ins Gesicht boxen, dass ich das so vorgeschlagen habe, weil, wenn man moralisch darüber nachdenkt, ist es furchtbar. Also, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, so ein gewisser Automatismus auch in diesen politischen Debatten: dieses, oh mein Gott, Arbeitslosigkeit hoch, wir brauchen weniger Leute. Wir können jetzt unsere eigenen Leute ja schlecht loswerden, also muss man die loswerden, die. Wie auch immer nicht zu unseren eigenen gehören. Ich bin da ja eher dafür, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und Leute zu qualifizieren, weil ich auch gern wissen wollen würde nochmal, wie es denn bei uns mit diesem Bildungsgrad aussieht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass gerade durch die Immigration nicht so viele Leute von unserem eigentlich coolen Bildungssystem kommen. Was auch ein Grund für Arbeitslosigkeit sein könnte. Das stimmt. Ich gucke mal gerade auf unsere Probleme. Die nicht kompetitive Wirtschaft geht wieder runter. Unsere Schuldenkrise ist weiterhin ganz, ganz oben. Also gucken wir nochmal auf Immigration. Ja, also. Es ist halt schon spannend, wie gut Immigration im Bruttoinlandsprodukt. Nee, das ist das, was es auslöst. Ne? Das hier sind die Effekte der hohen Immigration. Also, weil ich das hier noch im Kopf habe, es sorgt halt dafür, dass die Arbeitslosigkeit nach oben geht, aber grundsätzlich ist es halt, wir haben keine ethnischen Spannungen, das haben wir alles gut im Griff. Oh, und es hat auch einen negativen Einschlag auf unsere Löhne. Tatsächlich. Also mein Plan wäre gewesen, dass wir quasi die Einwanderung zurückfahren. Nicht dahin gehen, dass wir anfangen, Menschen, die zu uns eingewandert sind, wieder auszuweisen, um das klarzustellen. Aber selbst die Einwanderung zu begrenzen, ist etwas, was mir eigentlich jetzt erstmal so widerstrebt.
Aber ich wollte das. Es ist halt. Es wäre eine Option, eine, die mir aber auch nicht so richtig gefällt. Es ist halt ein einfacher Hebel hier mechanistisch zu sehen, dass ich was gegen die Arbeitslosigkeit tun kann. Und jetzt sag mir hoffentlich einen besseren Weg, was wir jetzt als nächstes machen können. Naja, also ich würde ihn dir nicht sagen, sondern vielleicht finden wir einfach im Austausch ein. Könntest du nochmal auf die Übersicht von gerade eben zurückgehen? Da war ja auch der Bereich Wages, also Löhne. Einwanderung, ja. Und da unten, rechts unten Löhne? Sehr gut. Und da würde ich gerne mal drauf gucken, ob man dort noch irgendwas machen kann. Wir könnten den Mindestlohn anfassen. Ja. Wir könnten Steuererleichterungen bei der Lohnsteuer machen. Aber das sind die einzigen beiden direkten Hebel. Und hier haben wir wieder meine Einwanderung, die ich eben vorgeschlagen habe. Aber ich finde es schöner, ein paar Optionen zu haben. Gucken wir uns doch mal den Mindestlohn an. Ja, der ist jetzt nur ausgedrückt in Medium, High und so weiter und so fort. Aber wenn wir da jetzt quasi mal hochgehen, machen wir es gegen Armut. Es würde... Ich würde den Mindestlohn auch hochsetzen. Wahrscheinlich wird sich das wieder auf die Unternehmen auswirken. Müssen wir mal gucken, ob man das noch irgendwie unterstützen kann. Wobei wir eigentlich relativ viele Wirtschaftsförderprogramme haben. Also, aber ich würde den tatsächlich gern hochholen. Ja, auf so High, also 7 politisches Kapital, hier so an die Grenze. Ja. Das gibt uns halt für die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit steigt dadurch ein Stück weit. Armut geht zurück. Und die Löhne steigen. Ja. Um 2,5%, bisschen mehr. Ich würde den Lohn gerne anheben. Also ich würde es gerne auf dem Niveau haben, wie du das jetzt gerade hast. Okay. Schlussendlich, wenn der Bedarf im Binnenland da, also im Innenland da ist, wenn Leute Dienstleistungen oder was auch immer erwerben, dann ist momentan meine Theorie, dass sie dann auch Leute einstellen. Das bedeutet, dass die Preise steigen, ja. Das bedeutet aber im Umkehrschluss ja nicht, dass die anderen Leute nicht mehr Geld in der Tasche haben. Wir haben ja die Einkommenssteuer auch schon gesenkt. Also insofern hoffe ich gerade, dass sich das miteinander gut kombiniert. Ja, was wir auch noch anfassen könnten, was sich negativ auf die Löhne, ist diese Arbeitsgesetzgebung. Und da sind wir, das ist so seltsam gewordet, ne? Also dass dieses Gesetz sagt, beschränkt das Recht des Arbeiters zu streiken. Das heißt, wenn wir das runterziehen ein Stück weit, wenn wir es hochsetzen würden, würde es sich auch positiv auf die Löhne auswirken. Ja. Also so. Also nicht so. So, hätte ich jetzt gesagt. Ja, finde ich gut. Okay. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Geld finden. Ich sehe hier... Das ist für die Verkehrsverstopfung, dass wir Geld einnehmen für die Verkehrsverstopfung. Die haben wir eingeführt wegen dem Verkehrsverstopfungsproblem. Aber es bringt uns Einnahmen. Die könnte man sogar noch hochsetzen. Ich schaue gerade mal in den Chat, weil ich gerade was gesehen habe. ich hab's auch gerade.
Erstmal muss ich kurz einschreiten. Im Chat steht, das ist aber ein komisches Deutschland ohne CO2 und Rassismus. Das kenne ich ja gar nicht wieder. Was habt ihr mit dem Osten getan? Der Osten ist nicht der einzige Teil Deutschlands, der ein Rassismusproblem hat. Im Westen gibt es das ganz genauso. Vielleicht ein ganz klein wenig anderer Couleur, aber Nazis bleiben Nazis und die laufen nicht nur im Osten rum, sondern auch im Westen. Im Osten sitzen mehr Nazis in Länderparlamenten, da würde ich dir recht geben. Aber das ist jetzt in Westdeutschland auch nicht etwas, was man wegtun könnte. Da möchte ich ganz krass widersprechen. Ja, ich würde ja sogar noch ein Stück weiter gehen. Also Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Problem. Da ist mir das auch ehrlich gesagt völlig egal, ob die Leute in München, im Emsland, in der Altmark oder sonst wo sitzen. Es ist einfach ein Problem, mit dem wir alle klarkommen müssen. Und der Osten ist kein braunes Zoom. Wir haben hier super viele spannende Initiativen, eine super engagierte Zivilgesellschaft. Viele Leute, die zurückkommen, die hier gerade versuchen, Sachen auf die Reihe zu kriegen. Und da würde ich es ungern auf mir sitzen lassen. Ja. Das kurz dazu. Ansonsten ist noch wie kein Lohndumping mehr, was mit der guten alten Agenda 2010. Ja, genau. Wir machen kein Lohndumping mehr. Wir hoffen, dass das tatsächlich hilft. Aber wir wollen den Chat nicht ignorieren. Deswegen wollte ich da kurz einmal drauf. Also nicht nur darauf, dass es mir ein klein wenig überspitzt formuliert, auch wenn es überspitzt formuliert war. Wollte ich das mal gerade so Sachen machen. Und wir müssen auch im Spiel immer so ein bisschen gucken, dass wir auf der einen Seite das weiterverhandeln, was wir gerade im Spiel besprechen. In dem Fall gerade, oh mein Gott, wie können wir jetzt hier Geld einsparen? Welche Steuer wirkt sich worauf aus? Und das dann kombinieren mit dem Chat, damit man das irgendwie noch nachvollziehen kann und wir auch gedanklich nicht rauskommen. Manchmal reagieren wir auch mit Verzögerung, aber wir reagieren. Also, eure Stimme wird gehört. So, wir könnten hier diese Verkehrsverstopfungstags hochsetzen. Wir haben aber kaum Einnahmen und dafür würde ich kein politisches Kapital einsetzen, weil es bringt kaum mehr Einnahmen, wenn wir sie hochsetzen. Und mehr und hochsetzen kostet ziemlich viel. Ich würde sie so lassen, wie sie ist. Das sind kaum Ausgaben. Da würde ich auch nichts dran machen. Zinsen 40%. Es wird auch immer mehr. Das ist so krass. Ja. Ja, Cheaten wäre spannend, aber dann löst man das Problem ja nicht und man lernt ja auch nichts dabei. Also in so einem Spiel Cheaten, ja, klar. Aber da fehlt mir dann der Spaß. Ja. Eine Herausforderung ist eine Herausforderung. Definitiv. Na, wir könnten nochmal auf die Klassiker gehen, auf die Militärausgaben, könnten wir schauen, auf die Bahn, der Vorschlag von vorhin, den vielleicht doch uns nochmal genauer zu überlegen, was man denn mit dieser Bahn anstellen könnte oder ob wir sie nicht doch privatisieren oder teilverstaatlichen. Wir können nur komplett verstaatlichen, fürchte ich. Wir müssen sie ja privatisieren, die ist ja schon staatlich. Ja. Ach genau, und dann, Entschuldigung, natürlich, ich müsste Cancel Policy machen und dann würden wir sie verkaufen. Dann würden wir sie verkaufen. Dann ist nur die Frage, wollen wir das eingehen? Also wir wissen, wie schwierig es ist, sie dann zurückzukaufen und sie wieder zu verstaatlichen. Aber momentan haben wir das Problem, dass wir nicht so wahnsinnig viele Einnahmen haben. Und 13 Milliarden wäre einfach mal eine Nummer, ne?
definitiv, mir widerstrebt es irgendwie noch, es komplett abzuschaffen. Vielleicht könnte man ja auch den Service einfach ein bisschen verschlechtern. Ich glaube, wenn wir den Service verschlechtern, rennen wir als nächstes in Railstrikes rein, was dann definitiv auch wieder uns auf die Löhne drückt und schlecht für die Wirtschaft ist. Also an der Stelle würde ich dann sagen, tatsächlich Cancel machen. Ich sehe gerade Schlückchen Wasser, Wassermarsch. Es wurden Kanalpunkte ausgegeben. Prost. Da würde ich dann tatsächlich Cancel sagen. Ja, Horsi hat auch gerade nochmal schön kommentiert, dass ja bei Privatisierungen noch nie was schiefgelaufen ist. Mir widerstrebt es auch so ein bisschen, sie komplett zu privatisieren. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gerne über eine Teilverstaatlichung reden, aber in dem Spiel ist das nicht möglich. Also bleibt uns hier nur Hop oder Top und momentan müssten wir ansonsten viele andere Sozialprogramme und Wirtschaftsförderprogramme canceln. Ja, also dann würde ich lieber die canceln. Von der Privatisierung bekommen wir 11,69 Milliarden einmalig und Ausgaben von fast 14 Milliarden fallen weg. Okay. Okay, dann machen wir jetzt mal nächste Runde. Und schauen, okay, einer unserer Minister möchte gerne, schlägt uns vor, dass wir Gleichbehandlungsquoten einführen, nämlich diese hier in Firmen. Dass ethnische Minderheiten, Frauen, Behinderte und so weiter und so fort alles Quoten bekommen, dass das verpflichtend wird. Das ist total gut. Wir haben uns beim letzten Mal schon drüber unterhalten und wollten das auch einführen, hatten aber zu dem Zeitpunkt nicht das notwendige politische Kapital. Es kostet auch wirklich nicht viel. Es kostet 22 politischen Einfluss. Aber davon abgesehen kostet es nicht viel. Wir haben sowieso kein Geld, großartig. Genau, ich würde das nochmal zurückstellen. Wir kommen ja immer wieder dahin. Wir haben auch noch ein Dilemma, um das wir uns kümmern müssen. Und da geht es um die um das Neuschreiben der Geschichtsschulbücher. Viele unserer Schulbücher, gerade im Geschichtsunterricht, sind veraltet und reflektieren eine irgendwie geartete, sehr großzügige, einen großzügigen Blick auf die Vergangenheit unseres Landes und deren Errungenschaften. Campaigner oder Aktivisten schlagen jetzt vor, dass tiefgreifende Veränderungen da Einfluss halten, so wie Geschichte über unser Land unterrichtet wird. Und da können wir jetzt einmal rewrite Textbooks. Es ist ziemlich schockierend, wie überholt die Schulbücher in unseren Schulen sind. Da wird die Geschichte wird sehr, sehr verdächtig männlich, ethnisch pur. Es ist schwer, das zu übersetzen. Auf jeden Fall, Kolonialstil könnte man sagen, wird es dargesteckt. Oder wir sagen, wir lassen das so. Das ist einfach nur ein Schuldtrip, wird hier argumentiert. Also ich würde auch tatsächlich Rewrite Textbook sagen, weil mir die Argumentation hier tatsächlich mit das Spannende an Gehalt vorkommt. Ja, und es gibt, Wissenschaft entwickelt sich ja weiter und Fragestellungen entwickeln sich weiter und wenn das bedeutet, dass man auch die Schulbücher, die darauf basieren, weiterentwickeln muss, dann ist das dann so. Also ich bin auch für Rewrite und ich würde auch parallel dazu nochmal auch auf was eingehen, was gerade im Chat gesagt wird, so dieses Ding mit den Quoten nochmal. Also ich mache jetzt erstmal Rewrite Textbooks, genau. Ja? Genau, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich gleich darauf nochmal eingehe. Okay. Mal eingehen möchte. Bei den Quoten ist halt die Herausforderung, dass es sich halt anfühlt, wie als müsste man irgendwas, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, in Zahlen gießen. Diese Zahlen sind auch tatsächlich nicht überall, das kann ich mir auch gut vorstellen, nicht überall machbar.
aber sie sind ein Ziel. Und solange es keine Selbstverständlichkeit ist und solange noch nicht genug Leute da sind, die überhaupt zur Auswahl stehen, kommt man leider Gottes nicht dran vorbei, das immer erstmal nochmal vorzuschreiben, damit genug Leute da sind, die dann für diese Diversität sorgen. Man könnte es quasi als Zwischentechnologie verstehen. Bis zu dem Moment, wo es eine Selbstverständlichkeit ist. Aber es ist es momentan nicht. Zwischentechnologie finde ich in dem Bezug sehr, sehr schön. Ja. Was wolltest du noch? Du hast gesagt, wolltest du auch nochmal auf Schulbücher kommen, oder? Nee. Ich wollte den Bogen spannen, aber ging auch so. Alles klar. Wir können jederzeit hier nochmal zu unserem Minister hin und das machen. Kostet 22. Ich wollte jetzt nur mal gerade hier drauf gucken und schauen, wie unser Defizit ist. Also unser Bruttoinlandsprodukt hat sich gerade gefangen, obwohl die Weltwirtschaft am Abrauschen ist. Was mich jetzt tatsächlich ein wenig überrascht, aber auch irgendwie freut. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir es schaffen, durch mehr Geld in der Binnenwirtschaft das am Laufen zu halten. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Tja. Und der Chat ist aber heute aktiv, ist gar nicht so einfach. Wir haben uns ja gerade über Schulbücher unterhalten und die Lehrpläne werden natürlich von den Ländern verabschiedet und werden auch von den Ländern koordiniert. Aber all das, was so Schule betrifft, Modernisierung, Toiletten, keine Ahnung, ist in der Regel in der Hände der Kommunen. Es ist einfach ein anderer Topf und da müssten wir ein anderes Gespräch drüber führen. Insofern kann ich nachvollziehen, dass so die Priorität nicht unbedingt bei jedem darauf liegt, sich zuerst um das Schulbuch zu kümmern, sondern vielleicht erst um das Schulgebäude oder um die IT-Geschichten oder so. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, für die auch unterschiedliche Finanztöpfe da sind. Ja, also über den dieser Dreiklang aus Kommune, Land und Bund ist halt gerade, wenn es um das Thema Bildung geht, weil das eine Ländersache ist, aber Gebäude in Kommunenhand sind, das ist nicht so, das ist manchmal denkt man sich, wer hat sich das ausgedacht, aber tatsächlich sind teilweise solche Trennungen hatten einen oder haben immer noch einen sinnvollen Kern, dass man das Gebäude, in dem unterrichtet wird, die Finanzierung dessen entkoppelt von Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien. Ist das, also es sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist das klassische Subsidiaritätsprinzip, heißt das. Das ist also die Einheit, die das Problem am besten lösen kann, auch dafür verantwortlich ist. Überspitzt formuliert, es wird wahrscheinlich schwierig, aus dem Bildungsministerium in Berlin die Schultoiletten in der Altmark im Blick zu haben. Also man guckt halt, dass die Einheit, die es am besten regeln kann, Bund, Land oder Kommune, dafür auch zuständig ist. Das ist ein ziemlich altes Prinzip und findet man auch gut in der katholischen Kirche schon. Genauso organisiert vom Grundprinzip. Ja. Und ist auch ein altes deutsches Prinzip. US-amerikanisches auch. Sehr spannend. Mhm. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir hier weiter? Wir haben ein bisschen von unserem Defizit abgeschnitten, aber viel weniger, als ich mir gewünscht hätte. Wir haben die Bahn privatisiert und das gab uns einen Schub, aber tatsächlich nicht wirklich einen riesigen Schub. Wir haben immer noch horrende Ausgaben gegenüber von sehr, sehr niedrigen Einnahmen. Also ein wenig Geld in die Hand nehmen. Und zwar, um unsere Außenbeziehungen zu stärken, unsere internationalen Beziehungen. Da sind wir, der diplomatische Service ist voll ausfinanziert. Wir haben den Sprachunterricht und sowas abgeschafft. Vielleicht können wir da nochmal drauf gucken, ob wir dort noch irgendwas machen können. Wir haben verpflichtende Fremdsprachenkurse, die können wir hochknallen. Das ist total wenig. Ja, und der internationale Handel wirkt sich echt durchaus aus, würde ich denken. Wirkt sich positiv auf den internationalen Handel aus. Ja, gut, dass du das gesagt hast. Dann hier hatten wir
Das ist unser Bildungssystem. Genau, warte mal. Da wäre auch die Frage, ob man dort ein Stück weit runterfährt. Nicht viel, nur so ein bisschen. Entwicklungshilfe? Entwicklungshilfe, genau. Sind wir auch, das würde ich halt nicht, weil es so einen großen Boost zu den internationalen Beziehungen hat, würde ich das auch gerade nicht anfassen. Etwas, was wir nicht sparen sollten. Ja, geht mir genauso. Nicht gut. Aber hier gibt es auch noch viel, was die internationalen Beziehungen... Ja, auch den Garbage-Scam noch, da konnten wir auch nichts gegen machen, oder? Nee, das war ein Ereignis. Halt alles, wo hier ein Ausrufungszeichen davor ist, das wirkt sich immer noch aus, das wird irgendwann abklingen. Der State Podcaster, die öffentlichen Medien. Wirken sich positiv aus. Wie viel könnten wir denn da noch rausholen? Falls wir das wollen. Warte mal, wir sind bei 1,3. Und in die andere Richtung? Also erheben und nicht einspannen? Okay, nee, das bringt nicht so viel. Nee, relativ wenig. Aber das mit dem Sprachunterricht, das war ein guter Hinweis. Suchst du ihn gerade? Nee. Der ist hier oben. Den, der wirkt sich jetzt, unsere Erhöhung wirkt sich nur relativ langsam aus. Ich wollte jetzt mal gerade gucken, hier die Werbung können wir noch hoch machen. Ja. Kostet auch nur einen. Was ist denn hier Intellectual Properties? Property Rights haben wir auch relativ hoch. Keine Einnahmen, keine Ausgaben. Also diese Regelung gefällt mir eigentlich. Das würde ich auch so lassen. Jetzt haben wir zwei Sachen gefunden, die hoffentlich hier einen positiven Effekt haben. Wir bekommen keine Hilfe von außen. Warum eigentlich nicht bei den hohen Schulden? An sich noch ganz schön gut geht. Ja. Also wir haben jetzt noch kein zusammengebrochenes Gesundheitssystem, kein zusammengebrochenes Sozialsystem. Also das müsste schon ganz schön schlecht aussehen, bis ein anderer Staat Geld gibt, damit es uns besser geht und das quasi, naja. Ja, ja, okay. Und hier sind wir auch, die Investitionen aus dem Ausland gehen auch nach oben. Jetzt noch. Wie geht's unserer, die nicht kompetitive Wirtschaft ist wieder ein kleines Stück angestiegen, aber so ist das halt. Könntest du nochmal auf die Produktivität schauen? Ob wir da nochmal irgendwas nachschauen könnten? Falscher Knopf. Was war das hier? Inflation. Geht langsam etwas hoch. Wo ist denn Nee, das ist Working Week. Aber da haben wir Produktivität. Produktivität ging wieder nach unten. Kleinen Absacker. Vielleicht wegen der Arbeitsgesetzgebung, die wir ein bisschen geändert haben. Und weiß ich nicht, ob die die Privatisierung der Eisenbahn Produktivität herabgesetzt hat, aber ich nehme an, es ist eher die Arbeitsgesetzgebung, die dem einen kleinen Knick versetzt hat. Könnten wir das noch mit der Technologieförderung oder irgendwas in dem Bereich noch so ein bisschen fördern? Technologieförderung ist dieses hier. Achso, nee, das sind Fachhochschulen. Die. Das sind nicht wieder Ausgaben. Das sind Ausgaben, genau. Was wir hier. Das Funding. Science Funding. Obwohl, ne, ich bin halt nun mal Wissenschaftler, aber an der Stelle hätte ich jetzt auch gesagt, wir geben damit für 5,4 Milliarden aus. Wenn wir da ein bisschen runtergehen, bringt uns kaum was. Ja, das fördert unsere Arbeitslosigkeit. Da würde ich fast eher überlegen, ob wir nicht sagen, gut, dann gehen wir auf 6 Milliarden. Ja. Weil sich der wiederum aufs Bruttoinlandsprodukt auswirkt.
ist halt auch eine Milchmädchenrechnung. Wir geben es ja trotzdem rein ins System und versuchen, dass dann wieder was rauskommt aus dem System. Ja. Hier haben wir gerade okay, da geben wir kaum was für aus. Also da würde ich es auch nicht anfassen, weil alles politische Kapital, was wir hier, ist halt so weit hinter dem Komma da oben. Lass uns mal bei den neuen Gesetzen gucken, ob wir dort noch irgendwas finden, womit man vielleicht ein bisschen Geld verdienen kann oder so. Ja. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.